Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu meiner Folge Agitone Gaia Paradox, alles zusammen. Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare, für den ganzen Support, den ihr so zeigt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr so weitermacht und weiter so auf Like-Button rumhaut, wie ihr das bisher gemacht habt. Und das war ganz schön schnell, oder? Aber das musste auch mal schnell gehen. Und wir haben unseren Arlo aus der letzten Folge ein bisschen aufgerüstet. Nämlich haben wir das letzte Folge nicht mehr gemacht, den in die Dino Station gepackt und komplett ausgelevelt. Aber ich dachte mir so, das nehme ich mir mal vor. Ich level den komplett aus, komplett in die Dino Station rein. Alles upgraden, was so geht. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden der Kollege jetzt macht hier. 4,6 Millionen mit dem normalen Angriff. Das ist schon alleine nicht schlecht. Aber wir müssen mal die anderen Sachen noch austesten. Der hat ja noch andere Angriffe. Was hast du noch so drauf? Das ist der C-Angriff. Der C-Angriff sieht irgendwie aus wie was Komisches. Was machst du da überhaupt, wenn ich C drücke? Okay, du beißt ganz komisch zu. Okay. Und ich habe gehört, der hat auch einen X-Angriff. Da brüllt der. Aber was macht dieses Brüllen? Macht das irgendwas? Damit kann ich Brontos anschubsen. Brüll die dann. Jetzt ernsthaft? Der brüllt da einfach nur? Rechtsklick, die Flamme macht 3,5. Und ich denke mal, dass sie auch dreimal trifft wie bei den anderen. Von daher macht er auch richtig, richtig kranken Schaden, Mann. Das ist echt gut. What the fuck? Was ist mit dem Kalimimus passiert? Wo willst du denn hinfliegen, Kollege? Ich habe dich doch nur angebrüllt. Okay, eigentlich im Brand gesetzt. Das sah halt mega merkwürdig aus. Was macht dieses Brüllen? Ich muss doch mal was Kleineres anbrüllen. Hier, Pferdchen, ich brüll dich mal an. Okay, das stößt die halt so ein bisschen weg, aber es bringt halt irgendwie gar nichts, oder? Ah, die haben halt nicht mal Angst oder sowas, also. Okay, der X-Angriff ist also ein bisschen nutzlos, aber der Rest ist halt richtig stark. Richtig, richtig stark sogar. Ist hier noch irgendwas, was wir vielleicht verprügeln können, eben auf die Schnelle? Oder eher nicht so. Oh, Baby Bronto, dich lassen wir mal am Leben, okay, weil du ein Baby bist. So, irgendwas anderes hier. Schon wieder ein Ravager hier? Schon wieder ein Al. Was? Wieder ein 100er Alpha Ravager, das ist echt ein heftiger Zufall. Weil jedes Mal, wenn ich den Server starte, dann mache ich auch automatisch einen Dino-Wipe. Also komplett einmal, dass alle Dinos neu spawnen. Von daher ist das echt ein Zufall, dass hier wieder ein 100er Ravager rumrennt. Aber diesmal verprügeln wir dich. Letztes Mal habe ich noch überlegt, ob ich den zähme, aber Level 100 ist halt. Wir können ihn halt upgraden und dann wäre er halt so gut wie ein 600er theoretisch. Aber irgendwie sieht es halt trotzdem ein bisschen komisch aus, wenn die so low level sind. Wir haben aber immer noch unseren Egos zu Hause stehen. Den müssen wir auch noch ausprobieren, unser Dämonik Egos. Was bei dem so abgeht, also er macht halt so viel Schaden, ne? Das ist halt echt krass. Und ich hatte vielleicht überlegt, ob wir uns ein paar Origins vornehmen heute. Vielleicht sogar alle Origins, damit wir mal Richtung Demonic Reaper gehen können, vielleicht. Obwohl wir haben auch immer noch unseren Spirit Orb und wir haben ewig keine Spirit Wyvern gesehen, glaube ich. Wir können auch mal einen Chaos Orb machen und mal gucken, ob wir eine Chaos Wyvern finden. Na, ich glaube, ich habe auch ewig keine Chaos Wyvern gesehen. Irgendwie spawnt halt alles relativ wenig von Primal 4, weil wir halt so viele andere Dino-Mods auch drauf haben. Ich könnte vielleicht mal ein paar Spawns ausschalten, also so Sachen, die wir schon gezähmt haben, davon die Spawns ausschalten, dass halt vielleicht andere Sachen spawnen. Das wäre eine Idee. Das wäre zwar mega viel Arbeit, aber das könnte ich mich mal dran setzen. Das wäre eine ganz gute Idee, glaube ich. Auf jeden Fall. Alo, sehr, sehr stark, das haben wir jetzt gerade festgestellt. Und ja, ich würde sagen, den Egos probieren wir vielleicht später noch aus. Ich muss mal gucken, ob wir den ganzen Kram für die Origin-Tribute zusammenbekommen. Das wäre halt auch mega interessant. Und ich gucke mal, ob eine Chaos-Wyvern da ist. Wir gucken, egal, irgendwas finden wir schon raus, was wir machen können. Entweder wir machen Bosse oder wir finden irgendwie eine coole Wyvern oder irgendwas zum Zähmen. So, ich würde sagen, wir treffen uns gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder und es gibt eine Planänderung. Ihr kennt mich, natürlich gibt es eine Planänderung. Natürlich klappt nie was wie geplant. Und ich bin hier ein bisschen rumgeflogen, habe ein paar Sachen getötet, weil ich wollte, dass ein Chaos Wyvern oder Spirit Wyvern oder sowas spawnt. Und die spawnen halt meistens hier irgendwo. Deshalb war ich hier die ganze Zeit und habe einfach alles ausgelöscht, was hier so rumgeflogen ist. Wie ihr seht, hier ist auch noch ein toter Drache, der hier so komisch rumbackt. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was für uns mega interessant sein könnte, nämlich ein Celestial Uteranos. Wir haben zwar schon einen, aber das ist, glaube ich, ein Männchen und wir haben zu Hause ein Weibchen stehen. Und der war auch ziemlich hohes Level. Ich glaube 520 oder 540 oder so. Ich hoffe, ich finde den jetzt mal eben so spontan wieder. Hier war ich auch schon am Ausrotten, wie ihr sehen könnt. Hier, da ist er. Da ist er. 520. Oder? Habe ich recht? Ja. Und das wäre mega, mega nice. Da können wir vielleicht mal paaren. Ich weiß gar nicht, ob man die paaren kann. Haben wir das schon mal probiert? Ich weiß, dass ich schon mal Celestial Uteranos geklont habe ohne Ende.
Aber ich weiß nicht, ob man die paaren kann. Zur Not müssen wir ja klonen, aber. Hey, na, was geht so? Und die Kimmel habe ich auf jeden Fall schon am Start, also da kann nichts schief gehen. Ja, machen wir Ringelrange Rose aus. Oh nein, hoffentlich verflüchtet er uns nicht wieder. Oh, da müssen wir echt aufpassen, da müssen wir richtig aufpassen. Der darf uns nicht anbrüllen, aber im Moment haut er uns nicht mal, also ist alles gut. Was ist mit ihm? Nicht tricksen. Nein, 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 ich habe mich. Nein, 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 nein. Oh nein, jetzt renne ich wieder so komisch einfach hin und her. Oh, der macht richtig Schaden, der Kollege. Dein Dino reagiert nicht auf deine Befehle. Ja, das merke ich gerade selber. Spiel, das brauchst du mir nicht sagen. Und jetzt renne ich einfach die ganze Zeit gegen Stein, weil ich das auch so gerne mag. Und ich hoffe, der geht gerade nicht auf unsere Viper los, weil der Kollege macht richtig, richtig viel Schaden. Und hier ist irgendwas, was noch die ganze Zeit rumbrüllt. Wir können den wieder benutzen. Wo ist er hin? Da. Bitte nicht brüllen. Nicht uns anbrüllen, bitte. Nein. Oh, das ist das Feuer. Okay. Okay, das Feuer darfst du einsetzen. Das erlaube ich dir. Und er rennt. Und auch wenn ich so viele Schläge. Wir gucken gleich mal, was das für ein Griffin ist oder sowas. Das ist wahrscheinlich ein Griffin, den habe ich nicht mal gesehen. Zack. Einmal heilen. Coco muss immer full life sein, unser Kollege hier. Oh. Was? Was greift ihn an? Was greift ihn an? Oh mein Gott, ein Reaper. Komm her, Drache, komm her. Ah! Da fliegen schon Spitzen auf mich. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh ja, da ist ein Griffin. Ist das ein Schleswig? Der ist ein Ice Griffin. Wo willst du denn ganz hin? Oh nein, greift er unseren Duty an? Sag ich das mal so ein Duty an? Nein, nein, sieht ganz gut aus. Drache, wo setzt sich hier? Nein, warum denn da? Ich hoffe, kommt der hinterher? Oh, ich hasse diese Reaper hier überall. Die spawnen auch ohne Ende. Okay, wir sollten aber eigentlich in Sicherheit sein, hoffe ich. So. Ich dachte schon, was macht so viel Schaden? Kommst du jetzt her? Willst du jetzt einen Kampf? Wenn ich auf meinem Dino sitze? Wo ist der hin? Hey, da ist ja so ein Scheinhorn! Oder ist das ein Dämonik-Scheinhorn? Oder ist das ein Alpha-Scheinhorn? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Dämonik wieder, oder? Was geht hier überhaupt ab? Welches Level warst du, Mr. Griffin? 580! Wir müssen den mitnehmen. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Was ist das jetzt? Ist das ein Dämonik-Scheinhorn? Oder ist das ein Alpha, oder? Dämonik-Scheinhorn Level 380. Oh Mann, warum finden wir denn jetzt wieder solche Sachen? Griffin jetzt gerade nicht, okay. Oh, hä? Ich habe den Baum gewissen und es gibt einen Harvest Lag? Ich baue doch gar nichts ab. Von was bin ich angegriffen? Von dem Griffin da hinten? Ja, Leute. Neue Planänderung, glaube ich. Ich glaube, wir können das Scheinhorn hier nicht so stehen lassen. Wir haben noch genug Dämonik-Kibbel, aber erstmal. Was tust du? Nein! Nicht das schon wieder! Nein! 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 Coco! Coco, nein! Warum macht Coco diese? Oh, der hat aufgehört. Wow! Das war einfach. Nein, er hat nicht aufgehört. Bleib stehen. Bleib stehen. Bitte. Bitte. Coco. Nein! Coco! Warum? Bist du so zu mir? Ich stelle mich davor. Ich kann mich nicht davor stellen. Oh Mann. Kann ich den irgendwo drauf schicken? Greift er an? Der greift auch nicht an. Doch, der versucht anzugreifen, er läuft trotzdem weiter rückwärts. Coco. Der alte Coco wäre nicht so gewesen. Oh Gott. Warum? Hauf, 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 hauf. Okay, bist du jetzt wieder lieb? Das ist immer, nachdem der Yu-Tyrannus uns angebrüllt hat, oder? Letztes Mal hatten wir es, glaube ich, auch, nachdem der Yuti gebrüllt hat. So, ja, wir müssen jetzt wieder zu dem Griffin hin. Obwohl, wir können erstmal die Kibbel holen. Die Kibbel holen wäre ganz klug. Und dann ziehen wir direkt das Scheinhorn und den Griffin, wenn wir es bekommen. Okay, wir treffen uns gleich wieder mit dem Kibbel. So, dann sind wir wieder. Kibbel haben wir jetzt am Start. Und ich hoffe, dass wir die jetzt alle halbwegs vernünftig bekommen können, ohne von irgendwelchen Reapern angegriffen zu werden. Ohne dass Coco irgendwo rückwärts läuft. Der wollte schon wieder losrennen, oder? Warte, ich nehme ihn jetzt nochmal auf die Schulter. Ah, nee, okay. Coco ist wieder brav, das ist auch gut. Können wir dir mal hier eben eine runterhauen hier? Hallo, Mr. Ice Griffin, Sir. Was tust du? Ah! Der liegt schon mal, das war jetzt nicht allzu schwer. Jetzt müssen wir nur das Dämonik-Scheinhorn nochmal suchen. Und hoffen,
dass der nicht irgendwie mit seinen komischen Meteoren irgendwas von meinen Dinos angreift, die ich jetzt sehen will. Ich glaube, das ist mega unklug, das hier zu machen. Obwohl, vielleicht kriegen wir die schnell gezähmt hier. Da. Du bist schon mal. Oh, okay, das war schon mal mega easy. Das Scheinhorn turnt immer noch da hinten rum. Das ist bei meiner Wyvern. Und das greift auch meine. Das will meine Wyvern angreifen. Das greift auch meine Wyvern. 5 Millionen Schaden. Ah! Okay. Wir müssen dahin. Notfall. Hör auf, Scheinhorn. Scheinhorn, hör auf. Liegt das? Nein, liegt nicht. Komm mit. Ich habe keine Ahnung, wie viel Topo der auch noch hatte. Ah! Ah! Ja. Hör auf. Zu quälen. Oh mein Gott, du bist so schnell. Du kannst fliegen. Ich hoffe mal. Nein! Warum schon wieder ein Reaper? Oh nein, ich bin fast tot. Ah! Verdammt. Wo ist das Scheinhorn hin? Da ist das Scheinhorn hin. Okay. Wo auch immer ihr alle herkommt gerade. Es ist nicht cool. Okay, du bist down, oder? Ja, ich hoffe, du wirst nicht angegriffen. Drache ist fast tot. Alles ist fast tot. Ah, aua. Nein. Wo ist meine Wyvern? Wyvern, wo bist du? Okay, ich brauch dich. Du musst jetzt den da angreifen, bitte. Bitte, greif ihn an. Hau ihn weg. Bitte. Okay, und wir müssen dich unbedingt heilen. Unbedingt heilen. Bleib hier. Oh, Schätzelein. Du bist fast tot. Das Scheinhorn hat dir ganz schön böse eine runtergehauen. Oh. Puh. Und der haut noch auf dem Scheinhorn rum. Nein. Oh, warum denn? Wir müssen das Scheinhorn aufwecken. Aber, oh Gott, das wird so eklig alles. Das wird so eklig. Oh Gott, das war so knapp. Das Scheinhorn hat fast meine Wyvern getötet. Meine Lieblingswyvern, also wie ich meine Lieblingswyvern, mit der bin ich im Moment nur unterwegs. Und was ist aus meinem Griffin geworden? Frage ich mich gerade. Ist er hier den Berg irgendwie runtergefallen und dann. Ja, da. Easy. Okay, ich hoffe, der zähmt halbwegs gut, aber ich glaube, das Scheinhorn müssen wir halt definitiv aufwecken. Das hat halt richtig auf den Sack bekommen von dem Reaper. Ah, das ist so ärgerlich. Das ist alles mega ärgerlich gewesen. Du ist schon gut. Ja, komm, du kriegst noch eine Taming Potion rein. Und dann schicken wir dich ganz schnell nach Hause. Weil hier ist das echt nicht sicher, Mann. In diesem Schneegebiet, ihr glaubt nicht, was hier die ganze Zeit abgeht. Okay, ihr habt gerade gesehen, was hier die ganze Zeit abgeht. Also, es ist total krass. Und meine Wyvern war so kurz davor zu sterben. Oh mein Gott, ich bin froh, dass ich retten konnte. Ich bin richtig froh, dass ich retten konnte. Ah. Okay, du kannst auch nach Hause. Du siehst mega schön aus. Das will ich mal dazu sagen. Okay, er hat bis jetzt alles noch halbwegs geklappt. Ich würde fast sagen, dass ich die Wyvern auch nach Hause schicke, weil ich mir ein bisschen Sorgen um die mache. Komm, du gehst auch nach Hause. Wir laufen damit Coco jetzt nochmal zu dem Scheinhorn hin, wecken das auf und hauen dem nochmal ordentlich eine runter. Mann. Warum hat Coco schon wieder so viel Leben weg? Coco kriegt halt auch höllenfalsche an, aber ist echt. Okay. Coco, wir haben alles im Griff. So. Mr. Scheinhorn. Wir müssen nochmal eine Runde reden zusammen. Runde 2. Oh Gott, ich merke schon, wie der mir gleich eine runterhaut. Ich bin sofort tot und dann ist Coco tot und. Es gab aber bei Pugnacia, gab es so Potions, die konntest du reinmachen und dann hat das 5 Sekunden gedauert, bis der Dino aufgewacht ist. Ich wünsche, die gäbe es hier auch, weil 5 Sekunden, da hast du zumindest Zeit, auf dein Dino zu springen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, nicht die Zeit, auf dein Dino zu springen. Wir werden sehen. Lass mich reiten. Oh, okay. Ich hatte die Zeit. Oh mein Gott, ich habe mich richtig erschrocken, was gerade passiert ist. Scheinbar, bist du down? Bist du schon down? Wo bist du? Dieses Scheinhorn! Ah, da! Warum musst du hier so rumrennen? Hör auf!
Hör bitte auf, ich will nicht wieder in irgendeinen Reaper reinrennen. Es liegt. Gott, warum ist alles so schwer hier? So, da. Und der ist besser gezähmt. Zum Glück. So. Ah, nächstes Scheinhorn. Und vielleicht können wir die sogar auch paaren. Ich weiß nicht, ob das Männchen und Weibchen sind, aber wir können das jetzt so nur noch ändern. Wow. Das hat alles irgendwie dann doch geklappt, zum Glück. Oh, ich bin sehr glücklich. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause und paaren die. Warum eigentlich nicht? Also, zur Not ändere ich halt das Geschlecht und guck mal, ob das irgendwie möglich ist. Wir gucken mal. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder bei der Base und ich habe schon alle soweit bereitgestellt hier. Die beiden New Tyrannos, das sind Männchen und Weibchen. Die Scheinhörner waren Männchen und Männchen, aber ich habe bei dem einen das Geschlecht geändert. Also, das ist jetzt Weibchen, unser neues Scheinhorn. Und guckt euch das an, wie süß die zusammen aussehen. Die sehen halt richtig süß zusammen aus. Aber ich habe keine Ahnung, ob man die paaren kann. Ich denke nämlich nicht, weil da steht nicht Stelle auf Wandern zum Paaren. Von daher habe ich eher ein ungutes Gefühl. Das steht bei denen auch nicht. Oh, das könnte halt echt so. Oh, das könnte halt echt ein Reinfall sein. Wahrscheinlich ist das sogar echt ein Reinfall. Verdammt! Die kann man nicht paaren. Und euch wahrscheinlich auch nicht. Oder? Hallo? Verdammt! Oh Mann, ich hatte mich so auf kleine Babys gefreut. Ich hatte mich richtig drauf gefreut. So kleine Celestial Beauties, das wäre so süß gewesen. Ja, das wäre so süß gewesen. Das siehst du auch so, ne? Oh Mann. Echt bei beiden gar nichts, ne? Da tut sich halt echt gar nichts. Kann ich eine Mate? Obwohl, ich kann den Mutator anmachen. Aber da kommen keine Babys raus. Ist uns das egal, ob da Babys rauskommen? Da kommen halt große raus, ne? Du guckst mich so an, als wenn du ein Baby willst, ne? Junge, das sieht richtig psycho aus. Wir könnten das probieren. Wollen wir das probieren? Komm, wir probieren einfach mal, oder? Ja, YOLO, komm. Wir machen den gemeinsam Inventar. Dann wechseln wir hier nicht Mutation. Nein! Okay, jetzt habe ich Mutation angemacht. Okay, dann machen wir einfach bei allen Mutationen an. Ist auch egal. Und bei einem machen wir dann dieses andere an. So, hier, den lassen wir mal aus. Und das hier ist, glaube ich. So, jetzt dürfen wir nur nicht verkacken. Change Modus. Ne, Gender Swap wollen wir nicht. Was ist das? Nein. Allow Breeding Pulse. Das wollen wir. Ist das richtig gewesen? Ja. Ja, die waren am Paaren. Zur Paarung bereit. Und er ist am Paaren. Der ist schwanger. Und du bist auch schwanger. Du bist 9 Minuten schwanger. Okay, das hat geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Und wir haben sogar vorher Mutation da gemacht. Von daher könnte es sogar sein, dass wir irgendwas Komisches rausbekommen. Vielleicht. Wie lange dauert das? Bei dir nicht so lange, ne? Bei dir war 4 Minuten. 4 Minuten ist ja gar kein Problem. Und das hier waren 9 Minuten oder so. Wow. Das wird cool. Das wird richtig cool. Ich bin sehr gespannt, was da. Vielleicht kommen da sogar Babys raus. Obwohl, das wird keinen Sinn machen, oder? Ich habe keine Ahnung, Mann. Wir lassen uns einfach über. Raschen. Du machst ja komische Geräusche, Mann. Ja, ich hole schon mal ein bisschen Essen ran. Ich weiß gar nicht, was die essen. Was habt ihr so gegessen? Also eigentlich ja Kibbel, aber. Isst du Fleisch? Du isst Fleisch, okay. Ich werde hier die ganze Zeit hin und her gebockt von denen. Okay, ich hole mal ein bisschen Fleisch ran und dann würde ich sagen, hole ich euch in 4 Minuten wieder und dann gucken wir uns die erste Geburt an. Bis gleich. So, Leute, wir sind zurück und es steht kurz bevor. Also die Geburt steht kurz bevor. So, das wollte ich sagen. Und ich bin ein bisschen gehypt, weil ich nicht weiß, was da genau rauskommt und was da auf uns wartet. Ich glaube, da kommt einfach ein großes Scheinhorn raus. Wahrscheinlich. Aber es wird sich jetzt gleich zeigen. In 3 Sekunden. In einer Sekunde. Es kommt einfach ein großes Scheinhorn raus! Nein, hör auf! Hör auf rumzurennen! Warum? Nein, hör auf! Du bist unsers! Oh! Hä, warum rennst du immer noch rum? Was ist mit dir? Hör auf! Ah, du wirst doch wandern! Deshalb! Du bist Level 816? 816? Ah, ich habe ja den einen mit der Dino Station. Ah.
Oh, das kann sein, dass wir die nicht leveln können. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Wir können die nicht leveln. Nein, das war schon immer so, wenn ich die nur mit der Dino Station abgegradet habe und da eine Babys draus gemacht habe, dass ich die nicht upgraden konnte. Aber der hat voll die lustige Farbe. Fällt mir gerade so auf. Der ist so halb schwarz, halb weiß. Aber ich kann ihn nicht upgraden. Ich könnte höchstens mit der Upgrade Station halt leveln. Was auch nicht das Problem wäre. Könnte man theoretisch machen. Aber das ist halt. Du siehst süß aus. Das ist einfach so ein riesen Ding rausgeploppt auf einmal. Oh, guck dir das mal an. Oben drauf sieht das voll süß aus. Ich feiere die Dinger sowieso allgemein richtig heftig. Wie viel Schaden macht er? Wir können mal ganz kurz testen. Wie lange haben wir noch auf den anderen Kollegen? Haben wir noch genug Zeit? Den Tiresino habe ich übrigens hergeholt, falls wir irgendwie was zu essen brauchen oder so für die. 3 Minuten, okay, 3 Minuten. Da können wir noch ganz schnell losflitzen. Mit dem Jungen hier, mit unserem Baby, was genauso groß ist wie die Eltern. Wo ich nicht weiß, wie die das geboren haben, aber das ist nun mal so. Und wir rennen hier einmal her und machen einmal Rambazamba. 42.000? Das ist, glaube ich, fast der Startschaden. Was macht hier Blitze? Ich habe gerade Blitzschaden gehört. Wo war das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, genauso viel hatten die Eltern auch an Schaden gemacht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hey, na? Oh mein Gott. Mir fällt gerade auf, dass ich die, glaube ich, noch nie abgebaut habe, weil ich einfach in letzter Zeit nichts abbauen muss, weil ich diese Eternal-Dinger da stehen habe, wo einfach alles drin ist. Alter, das war schon. Weißt du, das hat sogar das Pferd angezündet da hinten? Junge, der macht halt schon echt heftigen Schaden, so, ne? Dick, den hätten wir auch. Wir könnten den einfach mal spaßeshalber upgraden. Wir können halt echt. Ich drücke hier drauf und ich kann halt echt nichts hochscannen. Ich kann Leben wahrscheinlich auch nicht hochscannen. Ne, weil ich das auch ausgelevelt habe. Ausdauer habe ich halt nicht ausgelevelt. Da kann ich halt. Alles, was man mit der Dino Station komplett geupgradet hat, kann man bei dem Baby dann auch nicht leveln. Das ist halt echt ein bisschen ärgerlich. Wir können ja auch mal einfach mal spaßeshalber da reinpacken. Ich will nur die Geburt von dem Utyrannus nicht verpassen. Ich hoffe, das schaffen wir schnell. Zack. Da. Da, wir beeilen uns, wir beeilen uns. Schnell, schnell, schnell. Einmal hier hin. Und da. Und da. Und Upgrade Dino. Und. Ah, die wilden Steps kommen. Wir können auf die Tame Steps nicht zugreifen. Und die wilden sind komplett ausgelevelt. Das ist ja gemein. Und wir können den halt. Also. Hä? Ja, wir könnten halt den anderen Steps leveln. Das könnten wir machen. Und dann könnten wir den, glaube ich, Tame Steps geben. Ah, das ist ja so kompliziert. Ich dachte schon, warum reitest du jetzt nicht? Reite wieder hin. Wir wollen die Uteranus-Geburt sehen. Die müsste auch bald soweit sein. So, stellen wir dich hier mal zu deinen Eltern. Oh, ich dachte, wir sind sogar genau richtig. So, wie lange brauchst du noch? Du brauchst noch 1 Minute. Ja, 1 Minute ist halt easy peasy. Die halten wir jetzt auch noch durch. Dann kann ich in der Zeit mal eben schnell meine Kibbe wieder in den Kühlschrank packen. Zack, zack. Bevor wieder alle rumschreien, mein Inventar ist zu gewüllt. Aber es ist einfach schon wieder zu gewüllt. Das ist einfach schon wieder voll wie sonst was. Aber was soll man machen? Seid ihr bereit für die nächste Geburt? Von einem Dino, den wir wieder nicht leveln könnten, fällt mir gerade auf. Oh nein. Und den hier auszuleveln. Wir können den halt komplett ausleveln. Dann können wir halt solche Sachen wie Ausdauer hier hochskillen. Oder Gewicht. Oder. Oh, Move Speed nicht. Move Speed will ich nicht hochleveln. Und dann können wir den halt in die Dino Station packen und dann leveln. Das wäre eine Idee. Ah, müssen wir mal gucken, ob wir das machen. 10 Sekunden, Leute. Ich bin so bereit. Komm schon. Komm schon. Baby. Das ist sogar ein Baby. Oh mein Gott, das ist sogar ein Baby. Und das ist ein richtig süßes Baby. Gott, nimm mein Fleisch, nimm meine Beeren, nimm alles, ist mir egal. Oh, du bist ja so süß. Und du bist ja so süß. Och Gottchen. Och Gottchen. Wir können dich sogar imprinten. Du kannst unser allerliebstes Lieblingsbaby sein. Och Gottchen. Och, wie süß, Mann. Sehen die Babys normalerweise so aus von Deuteranus? Ich dachte, die sehen irgendwie so komisch aus. Die haben doch so einen riesen Kopf eigentlich, oder nicht? Hä.
Ich bin verwirrt. Aber du bist noch nicht groß. Wir könnten dir jetzt eine Potion geben, dass der groß wird. Aber eigentlich will ich ihn doch so behalten. Oh, der ist so süß. Oh, ich wünschte, wir könnten ihn so klein behalten sogar. Das wäre halt richtig niedlich. Wenn man so einen kleinen Celestial Uteranus in der Bude stehen hätte, wäre halt so süß. Guck mal, wie er rennt. Oh. Oh, ich bin mega happy, dass der klein rausgekommen ist. Ich dachte, der kommt auch groß raus. Das klingt auch falsch. Der kommt groß raus. Oh Gott, du bist angebunden. Mit deiner Family. Mit deinen anderen. Oh, guck mal, wie groß die eigentlich sind. Und dann haben wir hier so ein kleines Baby stehen. Oh Gott, ich freue mich richtig. Das hat sich gelohnt. So, ich würde aber sagen, wir beenden mal die Folge. Wir müssen langsam wieder. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Das wäre mega lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche allen noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüss.